Okay. The captain of the ship. Bienvenue sur le bateau à moteur électrique Carola. Pour commencer votre voyage, voici quelques informations sur le Titi et les environs enchanteurs du bateau. Von hier aus sehen Sie bei guter Sicht rechts voraus das gesamte Feldbergmassiv. Der Feldberg mit Fernsehturm ist der bekannteste und gleichzeitig mit 1493 Metern der höchste Berg im Schwarzwald. From where we are now, if you look straight ahead and a little to the right, with good visibility, you can see the Feldberg mountain with its television tower. The Feldberg is the most famous and, at 1,493 meters,
highest mountain of the Black Forest. Quand la visibilité est bonne, on aperçoit à droite l'ensemble du massif du Feldberg, culminant à 1493 mètres et surmonté d'une tour de télévision. Le Feldberg est le sommet le plus connu et le plus élevé de la forêt noire. Mittlerer Punkt Feldberg mit Griffith See. Von dort aus fließt das klare Wasser durch das Seebachtal und gelangt in den Titisee. At the foot of the Feldberg lies Lake Feldsee, which supplies the Titisee with clear water via the Seebachtal valley. Le lac du Feldsee se trouve en contrebas du Feldberg. Ses eaux cristallines traversent la vallée du Seebachtal avant de s'ajouter dans le Titisee. The Entstehung des Titisees lässt sich auf einen Gletscher des Kreises von 10.000 Jahren zurückführen. Der Titisee liegt 846 Meter über dem Meeresspiegel und bedeckt eine Fläche von etwa einem Quadratkilometer. Er ist ca. 2 Kilometer lang, ungefähr 800 Meter breit und 800 Meter tief. Titisee ist circa eine Fläche von around 1 square kilometer. Is around 2 kilometers long, around 800 meters wide, and 40 meters deep. Le lac du Titisee est issu d'un glacier de la dernière période glaciaire. Lake Titisee is home to a great number of fish. There are almost all pike, perch, and eel, to name but a few. Le Titisee est très poissonneux. On y trouve presque toutes les espèces de poissons d'eau douce, notamment le cendre, la truite, le brochet, la perche et l'anguille. Der Auslauf vom Titisee liegt im Osten, etwa 80 Meter von unserem Anlegesteg entfernt. Von dort aus beginnt die Unter. Sie vereinigt sich nach Neustadt mit der Haslach, führt dann den Namen Unter und fließt zwischen Tingen und Walsmund in den Rhein. The outflow of the Titisee is in the east, about 80 meters from our landing place. The outflow is the start of the river Unter, which runs through Neustadt before meeting the river. After the confluence, the river is called Unter. The river Unter joins the river Rhine between the towns of Tingen and Walsmund. L'exutoire du Titisee est la rivière Unter. Elle débute à l'est du lac, environ 80. That's more than just a bulb antenna. Yep. So boy,
one. Titi. Antenna on that side and a bulb antenna on top with something on top of that.